start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list. You bet. And I'm the one king of the hill. He's a little a brand new start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come. Das Niveau so hoch, wie es nirgendwo abgeht. Entertainment pur, jeden Dienstag 17 Uhr. Im offenen Kanal eine Legende stellt sich vor. Gerd Augustin, wer sonst hat außer ihm die Begabung, alle Blicke extrem auf sie zu ziehen. Der erste offizielle DJ in der Bundesrepublik. Der Gründer vom Beatclub moderierte mit Uschi. Ja, genau das, aber noch viel mehr. Er gab voll Gas und holte die Talente her. Ohne ihn wären sie heute wahrscheinlich nichts wert. Jetzt Mensch, der uns und wir fühlen uns geehrt. Mit Dudu Lindenberg war er viel unterwegs. Heute telefonieren sie und fragen einander, wie's geht. Er war Manager von Mike und Tina Turner. Produzierten ab und Shitty Limits immer noch ein Burner. Die Show ist so tight, so normal zu machen. Wird sie live gezeigt, hier im offenen Kanal. Die Sprüche, die da fallen, sind einfach nur genial. Und ich hoffe, es bleibt dabei die nächsten 300 Mal. Die Show ist so tight, so normal zu machen. Wird sie live gezeigt, hier im offenen Kanal. Die Sprüche, die da fallen, sind einfach nur genial. Und ich hoffe, es bleibt dabei die nächsten 300 Mal. Der produzierte Musik zusammen mit Popopo. Für Werner Herzog ein Beispiel Nosferatu. Er hatte früher viel mit großen Künstlern zu tun. Patrick Gamm, Jimi Hendrix, die nun im Frieden ruhen. Gerd ist ein Mann, der von Anfang an auf richtig zu einem ist, das sein ganzes Leben lang. Zieht ihn jemand über den Tisch, dann wird es zu viel. Er zieht sich lieber zurück, so wie jetzt bei Amondil. Den Krautrock brachte er um die ganze Welt. Er ist der Vater, der auch heute noch viel darüber erzählt. Ein lebendiges Buch und man bekommt nie genug. Deshalb höre ich seine Geschichten auch noch so gerne zu. Wer die Sendung nicht kennt, der hat etwas verpasst. Gerd Augustin ist Trend,
mehr mit der Sass. Er bleibt dabei und er bleibt am Ball. Zum 300. Mal hier im offenen Kanal. Die Show ist so tight. Zum 300. Mal wird sie live gezeigt hier im offenen Kanal. Die Sprüche, die da fallen, sind einfach nur genial. Und ich hoffe, es bleibt dabei die nächsten 300 Mal. Die Show ist so tight. Zum 300. Mal wird sie live gezeigt hier im offenen Kanal. Die Sprüche, die da fallen, sind einfach nur genial. Und ich hoffe, es bleibt dabei die nächsten 300 Mal. So nennt sich meine Sendung jeden Dienstag von 18.05 Uhr bis 19 Uhr. Ist Gerd Augustin hier im offenen Kanal. Die Show ist so tight, zum 300. Mal wird sie live gezeigt hier im offenen Kanal. Die Sprüche, die da fallen, sind einfach nur genial. Und ich hoffe, es bleibt dabei die nächsten 300 Mal. Die Show ist so tight, zum 300. Mal wird sie live gezeigt hier im offenen Kanal. Die Sprüche, die da fallen, sind einfach nur genial. Und ich hoffe, es bleibt dabei die nächsten 300 Mal. Bright morning lights, a mile's love.
I am not what I seem. Hey, my skin soaked right through to the skin. There's more here than meets the eye. Ho, 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 ho. Take okay, here we go. Five. You're gonna lose that girl. One, two. The Rolling Stones wound up the last major tour of the decade. I read in one of the papers that you'll be giving a free concert in San Francisco. We are doing a free concert in San Francisco. When? On December 6th. And the location is not Golden Gate Park, unfortunately, but it's somewhere adjacent to it, which is a bit larger. Rolling Stones free concert is going to be on tomorrow at the Altamont Speedway. Altamont's another one where we were supposed to play, but we never did. When you... Thank you.
you got my nose wide open, baby. Yeah. And you can make me do anything you want me to do. If you want me, I do. 'Cause you got what I want. And I ain't lying either. But baby, you got what I want. And you got what I need. And you got what I need. And baby, I want you to mash it on me. And I want you to give it to me. Make me sad. If you just make me say, oh, baby, oh, 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 baby, oh, oh, oh. Now, look at here, baby. I ain't never tried nothing like this here before. But I'll try anything one time. Try it one more time. Sehr teuer in Harlach. Da, wo du wohnst? In meinem Wohnclub. Ja, was kostet dich? 1.500. Das ist schon teuer. Ha. Das ist schon teuer, echt. So ein Ding, so. Ich mach's halt, damit ich in der Nähe der Kinder bin. Und das hat sich gut bewährt irgendwo letzten Endes. Aber glücklich bin ich damit nicht. Mit dieser Lösung jetzt? Nee. Nein, glücklich bin ich damit nicht, dass ich so viel Geld zahlen muss jeden Monat. Thank you.
Konzertabend gehört, Schubert, Beethoven. Wie alt warst du da so? 11. Und das hat mich so gepackt, dass ich am nächsten Tag anfing, die Sache in einer Weise ernst zu nehmen, wie sie notwendig ist, wenn man sich der Musik verschreibt. Das heißt auf Deutsch gesagt ganz. Nicht mehr baden gegangen, nichts, gar nichts. Einfach nur noch am Klavier gesessen. Und dann ging das sehr schnell. Erste Konzert in Lindau. Und dann... Dass du das erste Konzert besucht hast oder gegeben hast? Gegeben. Gegeben. Und was war das für Repertoire? Das waren Haydn-Sonaten. Haydn-Sonaten. Und dann sind wir nach München und ich kam auf die Musikhochschule. Neben wer sind wir, München? Meine Familie. Was macht Eltern. Deine Familie, Vater, Mutter? Musiker, keine Musiker? Vater war Opernsänger. Und meine Mutter hat die Musik über alles geliebt. Und ihr Traum war, dass ihre Kinder ein Streichquartett bilden. Und sie war sehr unglücklich, dass ich eigentlich